Hoi, liebe MEP-Freunde von LS19, Zuschauerinnen und Zuschauer, macht eine MEP-Vorstellung von der Osina MEP. Ich habe vor ein paar verschiedene MEP angeschaut und gelesen, also nicht angeschaut, nur gelesen, so muss ich sagen. Jetzt bin ich sicher, glaube ich, eine polnische Karte. Ich will es jetzt aber nicht behaupten. Machen wir da mal auf den Tag, schauen, wo wir hinkommen. Sieht noch aus nach einem schönen Häuschen. Schauen wir mal mit Blümchen am Fenster. Kann man da rein? Ah, leider kann man nicht hier. Sag mal. Nur für Schlafen. Türli geht nicht auf. Schade. So, ja. Dann schauen wir uns die schöne Karte mal an. Ich bin ganz kurz vor mal schnell drauf gewesen. Schauen wir mal im Garten. Jetzt noch Blümchen. Schöne Blümli. Noch mehr Blümli. Einmal ein Hecken aus Blümli, das ist aber wirklich schön. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Das Haus ist auch schön, schade, kann man nicht hier. Da hinten, was jetzt da? Ah, ich meine den Kranen, nein, Telefon, Kabel. Oder finde ich auch gut da, die Blättchen. Sieht schön aus. Mal etwas anderes als immer da die komischen, seit langem haben alle Motor die komischen grossen grauen Platten genommen. Dann schauen wir da mal, was da schön hat. Könnte man da vielleicht aufmachen? Leider auch nicht. Also, ich werde mal schnell da rein schauen. Ich sage, es ist eine Singleplayer-Karte. Es ist nicht so groß, also es hat nicht so viel im Angebot. Sagen wir es mal so. Da die üblichen. Moment. So habe ich da wollen machen. Da haben die üblichen Fruchtsorten. Nichts mehr dazu. Darum sage ich, oben kann man Wasser holen. Wasser, ich bin noch nicht geschaut, kann man mal schnell machen, ob es ein Tier und Pümpel. Ah, einfach ein Hydrant. Das ist auch eine lustige Idee. Kann man sich ja auch so hier tun. Oh, schau, da hockt noch einer. Jetzt noch so einer. Was ist denn da für einer? Jetzt sieht aus wie der Opa Siegfried von der Old Valley und von der Old Stream Farm. Ein lieber, lieber, lieber schöner Gruß an Manuel D. und seine Kollegen. Haha, der Opa Siegfried hockt auf dem Bänkel. Du, ich habe ihn gefunden, Mann. Du musst mal schauen. Er hockt bei mir. Darum ist er noch nicht bei euch. Kleiner Scherz am Rande intern. Er hückelt da und wird ein bisschen studieren über das Leben. So, so. Und dann hat er einen Hydrant. Oh, der Boden finde ich auch cool. Ist wirklich aufgeteert. Dem hat man früher gesagt, eigentlich asphaltiert. Wenn es ein bisschen aufgeteert war. Oder so Schotterweg. Also ich finde das ja optisch schon mal schön. Das ist schon der Hammer. Feldweg, wie es sich gehört. Gras ein bisschen in der Mitte. Da ein bisschen eingefahren. Ein bisschen gerade, damit es vielleicht ein bisschen können. Ja, muss ja nicht sein. Aber wirklich gut gemacht. Mal wieder retro. Sollen wir den Opa Siegfried mitnehmen? Du musst dem mal sagen, sollen wir mal auf Vollstream die Bürschli suchen dann schon. Du, hey, Opa Siegfried. Du solltest eigentlich schon längst einmal gehen auf. Im besten wäre aktuell Oldstream. Dort solltest du hingehen. Die Würstchen suchen dich nämlich. Also sie sagen immer, du bist etwa nur schnell dort gewesen und man sieht dich nicht mehr. Gell? Du hast mir den gefallen, gehst mal dort hin. Also ich gehe jetzt da retour. Und zwar gehen wir mal schnell gucken. Ja, wir könnten noch schnell nochmal da retour, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das machen wir gerade mal beim Hof weiter. Also nur ein Hydrant und sonst muss man sich halt das Wasserfass anmachen oder einen Teich. Das Wasserfass ist im Spielverzeichnis drin. Shop. Eben da Garten so schön gewesen. Jetzt laufen wir mal, schauen wir mal, da jetzt auch noch ein anderer Plättchenboden. Ist schön gemacht. Das gefällt mir jetzt wirklich.
Mei, du, jetzt kommt eine schöne Karte der anderen. Schau mal das schöne Häuschen. Schade, kann man nicht hier oben noch jetzt noch Balkon. Das Türchen da vorne, das geht wahrscheinlich auf. He? Ja, haut man es gerade an die Ferien an, aber ja nur. So war es früher aber der Carport auch gewesen. Weil Leute, die nicht wissen, dass ein Carport ist. Ein Carport ist einfach ein Unterstand für ein Auto, also nicht wirklich eine Garage. Dann sind Leute, die Pneu waren, auf dieser Breite jetzt vielfach die Pizzisteine, sagt man dem in der Schweiz. Inker, dass einfach der Boden nicht anfängt, die Pfützen überkommen, durch sie und rausfahren, sondern nicht so ausgefahren wird, oder? Vom Gewicht her. Noch ein wilder, wilder Garten sozusagen. Ist echt schön gemacht. Dann hast du gerade Zuckerrüben vor der Hütte. Oh, das Ganze erinnert mich ein bisschen so an, ja, wirklich an Old Dream Farm oder Old Valley oder auch ein bisschen teilweise Merlo oder Mercury Farm, aber doch ein bisschen mit, da jetzt zum Beispiel schönen Sichtmoorsteingebäude. Das ist ein bisschen ein neuerer Stil, ein modernerer Stil. Natürlich, geht auf. Oh, schon wieder an mich herangehauen. Schau mal, da innen hat es ein schönes Werkstättchen. Tipptopp. Öl hast du auch noch. Alles, was du haben. Aber die Sichtmoorsteine, die finde ich echt super gut. Das ist doch jetzt echt schön. Ich stehe ja völlig auf Sichtmoorsteinhäuser. In den 70er Jahren in der amerikanischen Serie, aber nicht jetzt so mit gemauerten Normalsteinen, sondern die, die nur etwa halb so hoch sind, hat es immer im Fernsehen so Serien gehabt. In der Stube mit Sichtmoorsteinen, die ganz Hütte Sichtmoorsteinen. Finde ich super schön. Sind eben ein bisschen andere Steine wie jetzt die, aber von der Farbe her ähnlich. Schau mal, da ist noch ein kleiner Schraubstock. Meistens herzig. Und da kannst du noch, schön für den Dreher, hat auch noch etwas. Du, da kannst du alles machen, das ist aber echt eine coole Werkstatt. Ah, können wir gerade noch schnell schauen, was hat es für Pferd. So einen Fan hat es noch sonst in einer Garage. Ja, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich wieder drin. Ich habe heute extra für die neue Map-Vorstellung ein neues Hemdli angelegt. Schau mal. Hä? Ist das nicht schön? Dann hier der New Holland, der steht jetzt einfach, sieht ein bisschen lustig aus, he? Das mitten auf dem Hof aussen, da sind wir jetzt gerade drin. Seimaschine, der Pfederstadt, ja. Und der Favorit, nochmal einen hat er hier. Jetzt habe ich mir hier noch einen gekauft, mache gerade noch schnell eine Modvorstellung für den geilen Trakteurli. Entschuldigung, TDI 160 Legend gibt in 140, 160 und 180 Motorausführung. Ich hatte zu wenig Geld auf dem Konto, darum konnte ich noch die 160er nehmen. Das ist ein cooles Traktörli. Ist ein italienischer Traktor. Laut Bericht, was steht, für die Beschreibung. Ja, durch einen Zähler Gitarre im Fahrst. Dann könnte man eine Runde noch machen. Kann man da etwas aufmachen, zumachen? Okay. Nein, kann man nicht. Behupen kann man. Ja, Standard. Ich komme nachher die Traktoren. Ich möchte jetzt hier nochmal schnell schauen. Also, Felder hat man, wie man schon sieht, 20, 21, 22, 4, 3, 13 und 23. Und 48, relativ kleine, die schnell gehen. Man kann die aber auch zusammenfliegen, nicht mal ein grosses zum Beispiel. Hier oben ist Siegfried bis im Hydrant. Und dann, was auch immer in dem Hydrant drin ist, dass er dort hockt. Und dann gehen wir mal noch schnell. Stall will ich noch anschauen, Kuhweide. Das ist nämlich hier ein bisschen an einem anderen Ort. Also mal schauen, das ist nämlich schön gemacht. Schau mal, das ist ein anderer Kuhstall wie das aus. Klein und hoch. Völlig grün, das ist jetzt auch mal eine schöne Variante. Die Windräder da hinten finde ich ein bisschen, oh mein.
stört mich ein bisschen. Ich kann jetzt da, das ist original nicht, ich kann da noch vorschnell ein paar Kühe jäten, zum schauen, wo die durchlaufen, und zwar aus einem einfachen Grund. Mal einen Stall anschauen, das ist echt gut. Da außen ist auch wieder mit den weißen, also mit den grauen Mauersteinen. Es gibt jetzt wieder sicher Leute, die jetzt drum meckeln, zum Beispiel wegen da, oder? Ich finde das aber eben schön. Wirklich mal etwas anderes. Der Stall da, ich glaube, wenn man den einstreut, ist dann alle ziemlich überall ein bisschen Stroh. Die Kühe sind nicht so eingepfercht. Und jetzt kann sie jetzt laufen, da ich eigentlich wegen dem. Da innen ist noch ein Trigger für irgendwie Futter oder Mist oder so. Oh, jetzt muss ich überspringen. Hoppla. Hallo? Noch hängen bleiben. Ich kann eigentlich wählen, dass die Kühe reinkommen. Die Mauli. Kuhli kommen da nicht rein. Ja, laufen doch mal ein bisschen in den Stall. Ich habe nämlich gesehen, dass sie die laufen können. Nachher rausgaffen. Oh mein, bin ich da gerade ein bisschen zu weit oben rausgaffen. Schau mal, wie schön. Ein richtig kleiner idyllischer Hof. Oh, jetzt wieder eine Türli. Das würde mich interessieren, können wir das auch aufmachen? Was hat es denn da versorgt, Schönes? Aha. Saatgut. Dünger. Wagenheberflex. Ein Lagerschürli. Da hat es wahnsinnig viele schöne Häusli. Wirklich schön. Gartenhäusli. Muss ich jetzt gerade mal schnell ein bisschen anschauen. Machen wir mal einen Rundumblick hier. Irgendwie ist auch noch so ein bisschen leicht hügelig. Ganz leicht. Horizont nicht, aber so Felder. Die Farbe gefällt mir auch gut, das Blau. Da innen der Säulestall. Und die Kuhli, wenn sie einfach nicht hinlaufen, ich möchte das gerne sehen. Wo die so hingehen, darum habe ich sie auch eingetragen. Ich habe ja mal gesagt, mir gefällt das eigentlich nicht, wenn es, ich weiß schon, dass es natürlich hat, aber ich muss jetzt da schnell springen, wenn man es einfach nimmt und nichts fressen zu drauf gibt. Das ist jetzt wirklich nur ein Vorführ. Schau mal, der Riegel ist cool. Mach den Führer. Du, die wollen jetzt einfach nicht einlaufen. Sie sind also vor wirklich ein Druck. Du, Muli, geh mal schnell. Ich möchte das mal schnell zeigen da. Irgendwie. Hallo? Muli? Hallo? Ilse? Nicht. Olga? Du auch nicht. Und schau, von hinten kommt noch der Jack. Du, fahr du mal hier. Auch nicht. Ja, lauf du durch mich durch, das ist auch gut. Die Weide ist wirklich wie eine Weide ist. Wenn man das so genau mal ein bisschen anschaut. He? Da gibt es das Gas. Da wird mal ein bisschen eine Stelle, wo nichts ist. Das ist wirklich schön gemacht. Sind einfach angeplatscht. Jetzt da. Unterschied, wo ist echt das da? Hoppla, Brüdelig, Papfurt. Mist, hä? Ah, Häckel gut. Nein, Silo ist und sieht jetzt ein bisschen wie Mist. Oder ist das einfach für den Mist und steht noch Häckel gut? Wer weiß. Mal halt dann selber schauen. Dann gehen wir mal noch zu der Säule. Die Muli wollen jetzt wirklich mal am Fenster rein, aber sie wollen wirklich jetzt nicht da hier. Oh, hoppala. Wo sind sie denn? Da hinten, oder? So viele Türen, wo kannst du schauen. Vielleicht auf dem Trigger kann man vielleicht 10 Maschinen füllen. Gegen Geld oder so. Schau mal, da ist denn herzig. Wie sagt man dem? Ich weiß es gerade nicht, ist mir gerade entfallen. Gibt doch so einen Namen. Veranda nicht, das andere. Pergola, glaube ich. Ich komme nicht hier. Bam! So herzig. Das ist echt schnügelig gemacht. Also ich bin auf der Suche, auf dem Weg zu der Säule.
Aber es hat so viel Schönes zum Anschauen, da wirst du gerade abgelenkt, immer wieder. Da hat es noch Fürstel. Nein, ein Grab. Die Gefallenen in irgendetwas, Weltkrieg. Macht jetzt also mit jüdischen Bauernhof rein. Hat so Bedeutung haben für den Mutter, der das gemacht hat. Also. Da hat es einen Grabsteinhersteller. Du, das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Eine alte Waschmaschine hat es auch noch. Was ist denn da für ein Bumme? Einfach so ein bisschen. Ja, muss schnell so, jetzt kann ich, oh, speichern, ich kann nämlich jetzt eigentlich wieder überlaufen, aber jetzt muss ich schnell, so, geht schneller. Da habe ich auch schon Säulietten, so, mal schauen, was da so ist, schau da, die zeigen sich im Stall. Ich stehe, glaube ich, gerade auf einem oben. Ja. Also nur zur Vorführzwecke, Papierli irgendwo, es hat da sicher mehr Stroh drin, wenn man Futter und Wasser und Stroh und alles ordnungsgemäß macht. Mal schauen, wenn sie jetzt rauslaufen. Dort die Wand, nicht dort die Wand. Ich muss da schnell ein bisschen hinterschieben, dann sehe ich von mir. Sind jetzt alle drinnen da? Die Kühe wollen nicht rein, die Säule wollen nicht raus. Mal schnell schauen da, wie sieht das aus mit dieser Weide. Ein kühler Loch. Sich da ringel umrennen. Silo. Alles am Hof direkt. Mal nach hinten rennen. Könnt ihr gar nicht raus, oder wie? Oh, oh, die Mais sind nicht gelandet. Ihr könnt gar nicht raus, das ist doch kein Weib. Warum sind die drin? Die Säule können nicht raus, die haben kein Weib. Oh, ah, da hat er das Zeug durch, das Klump durch. Nein, die können nicht raus. Aber das ist doch hinten von dem Loch zu laufen gekommen, da. Oder ist das ein Fake-Loch? Ja, das ist Fake. Ja, da kann man sich dann irgendetwas selber basteln, dass sie weit haben. Aber sonst ist der Stall eigentlich schön so. Dann müssen wir aber den Boden ein bisschen anders machen. Auch wenn es ein Stroh drin hat, sage ich jetzt mal so. So, nochmal schnell von oben ein bisschen schauen. Immer da und dort ein bisschen Häuschen. Ist echt wirklich schön. Ja, das kann ich noch schnell zeigen. Es ist wirklich da unspektakulär. Supermarkt, Sägewerk, blablabla, alles das Übliche. He. Bin ich gesagt, also neue Fruchtsorten dabei und so. Ich finde, es muss auch nicht auf jeder Karte, weil sie was hat. Es läuft sich schon besser, wenn es weniger Zeug drin hat. Dann Gefährt man kann. Ja, Mission hat es noch ganz wenig, ich glaube 2. 1, 2, 3, 4. Dann hat es noch mal etwas nachgeladen, das nicht vorne eingestellt, hat es noch 2 gehabt. Ernte, Dünge, Dünge, Ernte, Dünge. Oh, Anusbak, du, da musst du noch lernen, Polnisch oder so, hä? Wie heissen die? Heissen die alle so? Barbara Malinowska. Aha. Marcin Pierkowski. Razina Peruka. Arthur Romanowski. Ja, siehst du, die Mutter hat sich noch Mühe und hat denen noch neue Namen gemacht. Oh, jetzt habe ich noch drauf gedruckt, gar nicht wählen. So. Da vorne, man sieht, dass dort eigentlich noch Treibhaus, da könnte man noch hin. Hinspringen schnell, hinfliegen, hinspringen. Wenn ich nicht hängen bleibe. Und ich bleibe hängen, das ist jetzt gerade ein bisschen schade. Halt. Vielleicht von da aus schnell. Ja. Das sind alles wirklich herzige Häuser. Da kann jetzt noch heilen. Vielleicht kann ich jetzt, ohne dass ich hängen bleibe, verrückt. Ich hänge doch schon in der halben.
doch sind jetzt die Häuschen teilweise sehr ähnlich aus. He? Vorne jetzt noch mehr, soll ich doch so die Tür schnell anschmeißen. Dann ist hier der Hof. Viehhändler. Da haben jetzt noch ein bisschen andere Häuser. Ah, das ist das gewesen. Ich denke, das ist ein Treibhaus, aber es ist keins. Es ist irgendein solches Haus. So, mal schnell rundum, wieder ganz rum. Jetzt ist ein Plateau mit ein bisschen Wiese. Es hat übrigens da auch irgendwo einen platzierbaren Platz, habe ich gelesen. Ein Hund bellt noch. Das ist jetzt lustig, wenn man da oben Sigrid getroffen hat. Da mache ich mal schnell doch noch mit dem Traktörchen ganz kurz. Ja, da komme ich jetzt aber auch nicht so weit, wie ich eigentlich will. Bam, mal ein Ründchen. Da geht die Häuser angarten. Vielleicht besser macht die Kamera ein bisschen so. Dann sehen wir die Häuser besser. Hoppala, ja genau, ins Haus hinschauen, ist aber nichts drin. Heizradiator, das ist einer am Umbauen da hinten. Dort könnte man hinlaufen. Sehe ich gerade, dort könnte man hinlaufen. Vielleicht kann man dort wirklich hinlaufen. Gerade mal schauen. Du, das ist aber im Detail noch schön, da hat so einen alten Heubogen. So, vielleicht da, schau mal. Scherzig. Die Türen gehen wahrscheinlich nicht auf. He? Von innen noch eine Latrine, ja cool. Hey. Haha, was ist noch die Latrine? Draussen, richtig alte Hütte noch. Ich denke, in Polen gibt es das sicher in echt wirklich noch viel so. So, wohin geht die Stege? Man kann es auch nicht hier. Hätte können sein. Da ist wieder ein modernes Häusli. Das ist wirklich interessant gemacht. So, ein kleines Ründchen noch, dann wenn wir den abmoderieren, dann wird das wieder ein Reisig, was für eine Einladerei. Und da hockt schon wieder einer. Was ist denn da? Schon wieder der Opa Siegfried. Jetzt ist er da runtergelaufen. Hoi Siegfried! Jetzt hockt er da. Beim Laden Hoi. Du musst mal wirklich auf Holz drehen, sind deine Bürstli. Was will er denn da? Skolone. Chemische Reinigung, Kosmetik, Apotheke, Kleider. Das ist ein Laden, das Sachen kaufen. Ich warte, bis der Laden auf ist. Der ist ein lustiger Kerl hier. So. Dann haben wir ja den Opa Siegfried jetzt gefunden, wirklich überall taucht er jetzt auf da. Dann sagen wir, moderieren wir mal ab. Opa Siegfried. Lang gesucht und endlich gefunden. Also dann, danke fürs Zuschauen. Die Karte hier ist wirklich zu empfehlen, wenn man ein bisschen gerne so, ja, soll ich sagen, nostalgisch hat. Und es hat wirklich viele kleine Sachen, wo, also nicht einfach 10 Millionen gleiche Abfallkübel irgendwo im Seichen, nein, also wirklich, ich sage mit Liebe zum Detail, ich habe jetzt wirklich noch nicht viel gesehen. Das ist herzig gemacht. Das ist wieder mal etwas ganz anderes, nicht einfach so angeplatscht, das ist wirklich, die Farben sind alles wirklich schön von diesen Gebäuden und auch anders. Das ist da, wo mich eigentlich am meisten begeistert ist, in dieser Karte. Das Einzige, was ich jetzt nicht so super finde, ist, dass die Säule keinen Ausgang haben. Aber ja, man kann das anders noch lösen. Schau mal, wirklich, wirklich schön gemacht. Ein herzig idyllisch. Schön auf dem Land. Man kann das zuschauen. Ich sage Kissen, goodbye. Ciao zusammen.